So, in diesem Beispiel schauen wir uns an, was es mit der Ermittlung des betriebsnotwendigen Kapitals und damit dann auch der kalkulatorischen Zinsen auf sich hat. Das Beispiel lautet wie folgt. Für unser Unternehmen der Elektronikbranche sind die monatlich zu verrechnenden kalkulatorischen Zinsen zu ermitteln. Folgende Daten in Euro stehen zur Verfügung. Wir haben hier quasi eine Mini-Bilanz, und zwar auf der linken Seite die Summe der Aktiva unterteilt nach Anlagevermögen 800.000 Euro, Umlaufvermögen 1 Million Euro, macht zusammen 1 Million 800.000 Euro. Und auf der rechten Seite die Passiva zusammengefasst einmal unter Eigenkapital von 600.000 Euro und Fremdkapital von 1 Million 200.000 Euro. Und das muss natürlich aufgehen. Außerdem haben wir noch die Angabe, dass die Gebäude des Unternehmens beinhalten stille Reserven in Höhe von 160.000 Euro. Außerdem weist das Unternehmen in der Bilanz eine Fabrikhalle mit einem Wert von 80.000 Euro aus, die an einen anderen Betrieb vermietet ist. Das Umlaufvermögen unterliegt keinen wesentlichen Schwankungen. Die Höhe der Kundenanzahlungen beträgt 60.000 Euro und die nicht skontierfähigen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung betragen 110.000 Euro. Letzte Angabe, für den kalkulatorischen Zinssatz werden 10% per annum angesetzt. Die Aufgabenstellung lautet jetzt: A. Ermitteln Sie das betriebsnotwendige Kapital nach der Restwertmethode. B. Bestimmen Sie die kalkulatorischen Zinsen für einen Monat. C. Errechnen Sie den Betrag der kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen, wenn die Zinsaufwendungen des abgelaufenen Jahres 8.500 Euro betrugen. Und D. Geben Sie drei Gründe an, weshalb die in der Finanzbuchhaltung erfassten Zinsaufwendungen von den kalkulatorischen Zinsen wahrscheinlich abweichen werden. Fangen wir einfach mit der A an. In der A wollen wir das betriebsnotwendige Kapital nach der Restwertmethode bestimmen. Dazu fangen wir genau nach dem Schema aus dem Skript an mit dem betriebsnotwendigen Anlagevermögen. Das nehmen wir oben aus der Bilanz hier. Allerdings werden in der Aufgabenstellung noch zwei Posten benannt, die wir hier zusätzlich berücksichtigen müssen. Einmal die stillen Reserven in Höhe von 160.000 Euro. Diese werden grundsätzlich draufgerechnet, während die fremdvermietete Fabrikhalle im Wert von 80.000 Euro, die muss natürlich rausgerechnet werden, weil die nicht betriebsnotwendig ist, weil die ja fremdvermietet ist. Das haben wir jetzt hier erfasst und dann gehen wir einfach im Schema weiter und rechnen das betriebsnotwendige Umlaufvermögen laut Bilanz drauf. Was wir dann am Ende haben, als Zwischensumme quasi, ist das betriebsnotwendige Vermögen. Aber wir wollen ja zum betriebsnotwendigen Kapital kommen. Da gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Von dem betriebsnotwendigen Vermögen, das wir eben ausgerechnet haben, geht jetzt laut Schema, schauen Sie einfach ins Skript, wenn Sie sich nicht erinnern, das Abzugskapital ab. Sind hier einmal die Kundenanzahlungen und zum anderen die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, laut Aufgabenstellung. Kundenanzahlungen waren hier, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung waren hier. Wenn wir das dann zusammenrechnen, sind wir laut Schema auch schon beim betriebsnotwendigen Kapital und das ergibt dann hier 1.710.000 Euro. Nächste Teilaufgabe. Bestimmen Sie die kalkulatorischen Zinsen für einen Monat. In der A haben wir ja schon das betriebsnotwendige Kapital in Höhe von 1.710.000 ermittelt. Und wenn wir darauf den kalkulatorischen Zinssatz von 10% ansetzen, erhalten wir kalkulatorische Zinsen pro Jahr in Höhe von 171.000 Euro. Und wenn wir das runterrechnen auf den Monat, sind wir bei 14.250 Euro. Einfach durch 12. Gehen wir zur nächsten Teilaufgabe. Errechnen Sie den Betrag der kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen, wenn die Zinsaufwendungen des abgelaufenen Jahres 8.500 Euro betrugen. Um auf die kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen zu kommen, ziehen wir von den kalkulatorischen Zinsen der vorigen Teilaufgabe dann die Zinsaufwendungen ab. Also, das hier waren die kalkulatorischen Zinsen aus der vorigen Teilaufgabe. Die Zinsaufwendung ziehen wir ab und dann haben wir auch schon die kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen, denn diese 8.500 Euro sind ja Zinsen auf Fremdkapital und wir wollen ja hier die kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen.
Also haben wir dann kalkulatorische Eigenkapitalzinsen in Höhe von 5.750 Euro. In der D sollen wir jetzt drei Gründe angeben, weshalb die in der Finanzbuchhaltung erfassten Zinsaufwendungen von den kalkulatorischen Zinsen wahrscheinlich abweichen werden. Also wie bei den Abschreibungen haben wir hier einmal die Finanzbuchhaltung und die, zum anderen haben wir die Kostenrechnung. Und die ganzen kalkulatorischen Sachen, die werden in der Kostenrechnungsabteilung erfasst und in der Finanzbuchhaltung eben die entsprechende Gegengröße, wie hier jetzt die Zinsen. Und wir sollen jetzt hier angeben, warum das wahrscheinlich auseinandergehen wird. Der erste Grund ist, die in der Finanzbuchhaltung erfassten Zinsaufwendungen beinhalten ja die tatsächlich gezahlten Zinsen auf das Fremdkapital und die kalkulatorischen Zinsen beziehen sich auf das betriebsnotwendige Kapital und dieses betriebsnotwendige Kapital beinhaltet sowohl Fremd- und Eigenkapital. Das ist schon mal ein Grund, warum diese verschiedenen Zinsaufwendungen wahrscheinlich auseinanderdriften werden. Der zweite Grund, für nicht betriebsnotwendige Vermögensgegenstände fallen ja tatsächliche Zinsen an, wenn sie durch Fremdkapital finanziert werden. Und bei der Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen bleiben diese Vermögensgegenstände unberücksichtigt. Das ist dann ein zweiter Grund, warum die Zinsen, die in der Finanzbuchhaltung erfasst werden, wahrscheinlich nicht mit den kalkulatorischen Zinsen übereinstimmen werden. Und der dritte Grund schließlich ist, dass im betriebsnotwendigen Kapital auch Vermögensgegenstände enthalten sind, für die effektiv keine Zinsen anfallen.